Herzlich willkommen, Taifun Korkut. Herr Korkut, herzlich willkommen. Hallo. Zum ersten Mal im aktuellen Sportstudio. Und natürlich Glückwunsch zum Klassenerhalt. Sie hatten vorher 39 Punkte, da hat im Grunde niemand dran gezweifelt, dass es klappen würde. Aber klar, jetzt ist es auch rechnerisch fix. Gab es schon so eine kleine Kabinenfeier heute? Nee, es war natürlich jetzt eine Erleichterung zu spüren. Und vor allem auch die Art und Weise, dass wir es selber mit einem Sieg klargemacht haben und nicht mehr auf irgendein Ergebnis warten müssen. Das war uns wichtig. Sie freuen sich ja wahrscheinlich wahnsinnig für den Verein, für die Mannschaft. Keiner hätte das erwartet, als Sie vor 11 Wochen übernommen haben. Aber auch für Sie persönlich dürfte das doch ziemlich gut tun, oder? Nach allem, was gerade am Anfang passiert ist. Es tut uns allen gut. Es tut dem VfB gut, es tut allen Mitarbeitern gut und natürlich auch der Mannschaft und dem Trainerteam, alle, die dazugehören. Von daher war es wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen. Und das haben wir heute wirklich 4 Spieltage vor Ende geschafft und sollte auch gefeiert werden. Wir werden uns das alles anschauen, wir werden über alles reden. Herzlich willkommen nochmal, Taifun Korkut. Vielen Dank. Taifun Korkut ist heute unser Gast. Herr Korkut, es ist eine Woche, in der wir an einem Thema nicht vorbeikommen, dem Videobeweis. Am Montag hat es in Mainz den ersten Elfmeter in der Geschichte der Bundesliga gegeben, der in der Halbzeit gegeben wurde. Nach diesem Handspiel, das Schiedsrichter Guido Winkmann nicht gesehen hatte, wurde er dann auf dem Weg in die Kabine kontaktiert aus Köln, kam dann zurück, holte die Spieler zurück und dann gab es den Elfmeter gegen Freiburg. Und dann am Mittwoch Pokal-Halbfinale. Schalke gegen Frankfurt, Tor von Di Santo, reguläres Tor, aber Schiedsrichter Hartmann hatte ein Handspiel gesehen, hatte gepfiffen und weil er gepfiffen hatte, durfte dann der Videoassistent nicht mehr eingreifen. Also wenn wir es zusammenfassen, ein Elfmeter, der in der Halbzeit gegeben wurde und ein reguläres Tor, das nicht vom Videoassistenten überprüft werden konnte. Herr Korkut, wie stehen Sie, Stand jetzt, zum Videobeweis? Ja, wir sind ja im ersten Jahr mit dem Videobeweis. Fakt ist, er kann helfen. Er hat auch in der einen oder anderen Situation auch geholfen. Aber es sind jetzt natürlich in den letzten Wochen ein paar unglückliche Situationen auch zustande gekommen. Ein paar ist gut, ein paar zu viele. Und er muss optimiert werden. Das ist, glaube ich, jetzt für die Zukunft ganz, ganz wichtig, dass vor allem der Zeitpunkt, wie genau die Abläufe sein sollen, sein müssen, das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Aber er kann helfen, da bin ich mir sicher. Was genau muss optimiert werden? Haben Sie eine Idee? Ja gut, wir haben ja jetzt die ganzen Momente und die Situation jetzt auch gesehen und die Kommunikation vor allem. Denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass es auch da ganz klare Regeln und Absprachen gibt. Viele machen sich jetzt natürlich Sorgen vor der Weltmeisterschaft, denn selbst in Deutschland, wo die Schiedsrichter ja ein ganzes Jahr lang geschult wurden, läuft es mehr als unrund. Und bei der Weltmeisterschaft kommen Schiedsrichter zum Einsatz, die mit dem Videobeweis noch gar nichts am Hut hatten. Erwartet uns da dann das große Chaos? Gut, als der Videobeweis nicht da war, da gab es ja auch immer wieder Fehlentscheidungen. Das hat damals dazugehört. Wir sind ja alle nur Menschen. Genauso wie die Spieler Fehler machen, machen es auch die Schiedsrichter. Und ja, jetzt gibt es diesen Videobeweis und da ist halt auch nicht alles optimal. Ich glaube, wir müssen mit allem leben können und ich hoffe, dass es bis dahin noch optimiert wird und wir dann eine ruhige Weltmeisterschaft haben. Eins kann man sagen, die Diskussionen sind auf jeden Fall geblieben, obwohl wir den Videobeweis haben. Heute unser Gast, Taifun Korkut, seit knapp drei Monaten wieder zurück in der Bundesliga. Hatten Sie eigentlich damit gerechnet, dass sich irgendwann schon wieder ein Bundesligist meldet oder waren Sie sich da nicht so sicher? Viel Gedanken habe ich mir nicht gemacht, aber ich war vorbereitet. In der Zeit ohne Job verfolgt man natürlich die Bundesliga und bereitet sich darauf vor, wenn dann ein Anruf plötzlich kommt. Aber Sie können sich ja nicht für jedes Team vorbereiten, oder? Ich war zu dem Zeitpunkt, ich denke, 2 oder 3 Teams hatte ich schon, hat mich da auf die vorbereitet. Das heißt, man guckt so ein bisschen, welche Teams sind in der Krise und wo muss ich im Thema sein? Genau, aber so machen es alle, okay, so bin ich mir sicher. Ansonsten, man hat ja den ganzen Tag frei und Zeit und dann sollte man sich auch dafür vorbereiten. Ja, wir haben, das ist ganz interessant, was Sie sagen, weil wir haben Michael Reschke gefragt, warum er sich für Sie entschieden hat und er hat Folgendes geantwortet. Egal, mit wem man gesprochen hat, ehemalige Spieler oder Wegbegleiter, die haben alle immer total positiv von Taifun gesprochen.
Und ganz entscheidend, wir hatten natürlich logischerweise mehrere Kandidaten, ganz entscheidend war dann sicherlich auch das Gespräch, das Wolfgang Dietrich und ich bei mir zu Hause mit ihm hatten. Und indem er eine so klare Vorstellung davon hatte, wie er das Thema VfB Stuttgart angeht, das war schon beeindruckend. Also, der Zeitablauf war so, Sie wurden Sonntagmorgen angerufen und Sie waren, glaube ich, in der Türkei. Mittags, okay. Ja. Und das Gespräch mit Herrn Reschke war? Am Montag sehr, sehr früh. Das heißt, Sie mussten am Sonntag noch zurückfliegen und gleichzeitig aber sich einen Plan zurechtlegen? Oder hatten Sie den Plan wirklich schon komplett fertig in der Tasche? Gut, ich kenne den Verein auch und habe ja dann auch in Stuttgart gelebt, nach meiner Zeit in Leverkusen. Von daher war das dann für mich jetzt nicht etwas ganz Neues. Und dann ging es eigentlich nur darum, dass das Gespräch stattfindet. Und das ist dann Montag zustande gekommen. Aber Sie müssen ihn ja sehr detailliert überzeugt haben. Das heißt, er sagt ja, Sie hatten einen ganz klaren Plan, was Sie mit der Mannschaft vorhatten. Ich habe ja jetzt auch die Erfahrung, nicht nur von einigen Bundesliga-Mannschaften, die ich jetzt trainiert habe, sondern auch die Erfahrung von vor allem schwierigen Situationen. Von daher wusste ich schon auch, was auf mich zukommt vor allem. Und wo ich dann ansetzen muss. Und das habe ich dann in dem Gespräch einfach fortgeführt. Eine Sache würde mich jetzt noch interessieren, nach dem, was Sie erzählt haben. Auf welche anderen beiden Vereine hatten Sie sich denn sicherheitshalber auch vorbereitet? Da fragen Sie mich jetzt zu viel. Hatte ich auch nicht erwartet, eine Antwort zu bekommen. Stuttgart feiert die Mannschaft in der Cannstatter Kurve. Sie, Herr Korkut, nicht. Warum nicht? Da war ich oft genug als Spieler. Und für mich ist, die Kurve gehört den Spielern, gehört den Fans und die Verbindung Spieler-Fans. Und wir hatten heute tolle Fans, vor allem ab der 80. Minute waren sie unheimlich laut auch. Also das war im Gegensatz auch zur letzten Woche nochmal, haben die da wirklich was draufgesetzt und haben auch gespürt, es stand wieder 1-0 und es hätte auch wieder 1-1 ausgehen können. Und da war die Unterstützung auch super. Von daher, wie gesagt, Verbindung, Mannschaft, Fans, das ist das Allerwichtigste. Sie haben wieder 0 gespielt. Das ist ja ein Geheimnis Ihres Erfolgs, dass Sie im Grunde hinten die Mannschaft stabilisiert haben. Ich glaube, nur 9 Gegentore in 11 Spielen. Und Sie haben vorne 2 Spitzen aufgestellt mit Gomez und Ginzek. Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Veränderung, die Sie vorgenommen haben, um den Schalter umzulegen? Ja, grundsätzlich gibt es andere wichtige Punkte, die man auch ansprechen muss. Das heißt, die interne Ruhe, die im Verein geherrscht hat, die habe ich gleich im ersten Gespräch mit unserem Präsidenten Wolfgang Dietrich und unserem Sportvorstand Michael Reschke sehr schnell gespürt und auch das Vertrauen. Dann die interne Unterstützung von allen Mitarbeitern, von dem ganzen Team um das Team herum. Ja, wahrscheinlich umso wichtiger, weil es extern so wenig Unterstützung gab. Genau, aber das ist sehr, sehr wichtig, vor allem in einer Situation, wo alle unzufrieden sind. Und dann natürlich Spiel selber, die Spielidee, die ich mit meinem Trainerteam dann für diesen Moment auch vorgegeben haben. Und dass die Mannschaft das bedingungslos mitgegangen ist und die Umsetzung. Und dann kommen solche Erfolge zustande. Dazu passend eine Frage, die über Twitter kam. Ihr Punkteschnitt beim VfB ist fast doppelt so hoch wie auf Ihren bisherigen Trainerstationen in der Bundesliga. Was machen Sie in Stuttgart anders? Gute Frage. Man kann es aber auch so pauschal nicht beantworten. Weil es einfach so ist, dass jeder Verein hat eine andere Kultur. Also gab es nicht irgendwas, was Sie gelernt haben, wo Sie sagen, okay, das habe ich jetzt nicht ideal gemacht bei den anderen Stationen, das mache ich jetzt besser? Man bekommt durch alle Stationen, die man erlebt, dann auch bestimmte Impulse. Klar gibt es dann Kleinigkeiten, an denen man dreht. Wichtig war einfach, dass wir uns nicht auf alles fokussiert haben, sondern wirklich uns konzentriert haben auf, was können wir wirklich hier und wie vor allem ändern. Und da waren es einfache Sachen, aber die dann ganz klar und dann auch einfach umzusetzen. Und was ganz wichtig war, dass wir alle zusammen agieren wollten, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen, in der Defensive und dann auch in der Offensive. Und wie schon gesagt, die Mannschaft hat das super umgesetzt und man muss hier nicht nur ein Kompliment für heute machen. Die 11 Wochen waren schon nicht so einfach und das hat die Mannschaft wirklich über die 11 Wochen super durchgezogen. Wir können uns mal anschauen, wie das sich in der Tabelle niederschlägt, in der sogenannten Korkut-Tabelle. Also seit Sie Trainer sind, 22 Punkte in 11 Spielen und damit auf Platz
4. Also nur 3 Teams waren tatsächlich in dieser Zeit besser in der Bundesliga. Herr Korkut, die Ablehnung der Fans, die war ja wirklich immens am Anfang. Und das, obwohl sie ein Kind der Stadt sind, das muss man noch dazu sagen, das kann einen ja nicht kalt lassen. Niko Kovac hat in dieser Woche gesagt, das, was da auf ihn eingeprasselt ist, nach der Entscheidung, zu den Bayern zu gehen, das trifft mich, ich bin auch nur ein Mensch. Wie sehr hat sie diese Ablehnung getroffen? Man sollte es jetzt nicht überbewerten. Ich hatte auch sehr, sehr viel Zuspruch von Menschen aus der Bundesliga, auch von den Medien, die mich kannten, die auch genau wissen, wie ich arbeite. Von da war es für mich einfach nur wichtig, mich zu fokussieren auf das, was ich beeinflussen konnte. Und das war einfach die Arbeit auf dem Platz mit der Mannschaft. Und ein dickes Fell, das habe ich. Ich bin jetzt schon seit 25 Jahren dabei, habe sehr, sehr interessante und auch sehr, sehr emotionale Stationen hinter mich gebracht, vor allem in der Türkei. Von daher weiß ich, ganz andere Emotionen, oder? Von daher weiß ich, was es heißt, unter Druck Fußball zu spielen und auch mit viel, viel Emotionen. Mhm. Wir haben schon ein paar Fans gehört, die jetzt Abbitte geleistet haben. Es gab ja auch einige Anhänger, die sogar aus dem VfB ausgetreten sind. Und einen haben wir heute hier im Publikum, Thomas Supper vom Fanclub Rot-Weiße Schwaben Bergheim. Erstmal Hallo. Herzlich willkommen hier im aktuellen Sportstudio. Herr Supper, das ist ganz interessant. Sie sind tatsächlich, als Taifun Korkut Trainer wurde, sind Sie ausgetreten aus dem VfB. Warum? Nach 30 Jahren Mitgliedschaft. Ja, genau, nach 31 Jahren Mitgliedschaft. Es war einfach ein Frust da, Wut. Das ging aber allerdings nicht gegen Herrn Korkut, sondern eher gegen die Vereinsführung. Man weiß, was in den letzten Jahren beim VfB so gelaufen ist oder was für Spiele wir abgeliefert haben, wenn immer um den Abstieg spielt. Und dann kam einfach die Angst wieder hoch, ein weiteres Jahr zweitklassig zu spielen. Sie haben es vorher gesagt, der Herr Korkut hat einen Punkteschnitt jetzt von 2 Punkten. Die Angst war einfach da in seine vorherigen Stationen in Hannover, Leverkusen, Kaiserslautern mit 1 Punkt. Und die Angst war da, dass man mit diesem Punkteschnitt die Liga nicht halten werden. Und jetzt hat er Sie überzeugt? Er hat mich überzeugt. Er hat es geschafft, die Mannschaft zu erreichen damals. Er hat den Mut bewiesen, einen zweiten Stürmer zu bringen, was sehr gut war in meinen Augen und auch notwendig in dieser Situation. Vor allem haben wir die notwendigen Punkte gesammelt, die wir jetzt gebraucht haben. Und ja, wenn einer gesagt hätte, dass wir nach dem 31. Spieltag die Klasse gehalten haben, hätten Sie fast nicht geglaubt, auf jeden Fall sofort unterschrieben. Ja. Und mittlerweile sind Sie auch wieder eingetreten in den VfB. Vielen Dank, Thomas Supper, für den Besuch im aktuellen Sportstudio. Oh, jetzt gibt's sogar Verbrüderungsszenen. Herr Korkut, jetzt haben Sie die Klasse gehalten. Wohin führt der Weg des VfB? Michael Reschke, Ihr Sportvorstand, sagt, wir haben die Vision, irgendwann an der Champions League zu schnuppern. Haben Sie die Vision auch oder sehen Sie es wie Helmut Schmidt, der sagte, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen? Für mich war die Zukunft unsere Gegenwart und die ist es immer noch. Wir haben jetzt noch 3 Spiele vor der Brust. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ja. Wir schauen in die Zukunft. Also Champions League, Zukunft, ja oder nein? Ist das die Zukunft, da gehören auch wieder viele, viele Komponenten dazu. Wir das müssen klingt vermessen, schauen, Champions League. Wir müssen auch jetzt erstmal schauen, wie wird die Mannschaft für die neue Saison zusammengestellt? Was ist alles möglich? Wir sind jetzt natürlich auch nicht in der Lage, dass sich die Topspieler vielleicht darum reißen, auch zu uns zu kommen, weil wir einfach nicht international vertreten sind. Trotzdem hat der VfB eine sehr, sehr große Strahlkraft, nicht nur in der Region, sondern einfach auch überregional. Wir müssen abwarten, inwieweit wir den Kader dann auch verbessern können, die Mannschaft verbessern können. Trotz alledem dürfen wir nicht vergessen, wir sind ein Aufsteiger. Und wir haben jetzt die Saison mit diesem Klassenerhalt das Ziel erreicht. Jetzt geht es weiter. Wichtig wird sein, dass der VfB zumindest in der nächsten Saison eine stabile Saison spielt. Und dann kommt es darauf an. Die Dynamiken sind da, Möglichkeiten sind immer da, aber wir sollten demütig bleiben, weil das hat uns auch jetzt die Punkte in den letzten Wochen gebracht. Zum Abschluss, Herr Korkut, Schnellfragerunde. Ich gebe einen Satz vorweg, Sie beenden den Satz. Was an mir schwäbisch ist? Bruddeln. Kann also, ich auch. Also nörgeln. Meckern.
Okay. Ja, ich hoffe, es haben alle verstanden. Ja. Was an mir türkisch ist? Flexibilität, weil die Türken machen alles auf den letzten Drücker. Das habe ich dort gelernt. Aber am Ende in dem Chaos funktionieren sie und das habe ich mitgenommen. Okay, in dem Chaos des VfB funktionieren sie, meinen Sie? Ja, generell im Chaos. Der Trainer, der mich am meisten beeindruckt und geprägt hat, ist? Da gab es drei. Yogi, klar. Carlos Alberto Parreira, Weltmeistertrainer aus Brasilien und Vicente del Bosque. Alle drei Weltmeistertrainer gewesen und alle drei eine tolle Mannschaftsführung gehabt und da konnte ich einiges mitnehmen. Mhm. Apropos Joachim Löw, meine Botschaft an den Bundestrainer in Sachen Mario Gomez lautet? Er ruht in sich, Yogi. Ja. Und letzter Satz, an der Champions League schnuppern wir frühestens im Jahr? Keine Angaben. Wir bleiben dabei, dass wir schauen, dass wir die Saison gut zu Ende spielen. Da muss ich mich jetzt drücken. Okay. Vor der Antwort. Alles klar, ist akzeptiert. Taifun Korkut, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.